Hallo, 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 liebe Freunde. Und da sind wir wieder auf Mealy Island. Und versuchen nochmal, das Idol von Stan abzuluxen. Und ich habe beim letzten Mal hier was total übersehen. Guckt mal, hier ist die Brücke. Guckt mal, was da liegt. Ja, da liegt die Fischgräte, die Laterne und die Trollmaske von George Lucas aus dem ersten Teil. Ist das nicht süß? Aber wir benutzen erstmal den Hebel. Und dann gehen wir zu Stan. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Erstmal reden wir mit Stan. Howdy, the name's Stan, like on the sign. And my day just got 10 times brighter now that you're here. You don't need to say anything. I can tell you've heard all about the amazing treasure in my possession. Well, just between us, the rumors are true. Each and every one of the beautiful boats you see here is a true treasure. That's the Stan S. Stanman guarantee. So tell me, how can I make you the deal of a lifetime? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? Trust me, I want you to leave here happy. Why not start by taking a look around? If you have any questions, I'll be right with you. Je ne sais quoi. Oh, wie süß, er hat es falsch ausgesprochen. Das gute je ne sais quoi. Ich würde gerne mehr über dieses Schiff hier wissen, Stan. Stan ist anderweitig beschäftigt. I'm on my way. Oops, don't mind me. So. Jetzt können wir hier den Schlüssel. Wo war der Schlüssel? Der war hier irgendwo. Da. Okay. Okay, so ist es, geht's also nicht. Ja, dann gehen wir da hinten hin. Kann den Schlüssel nicht nehmen, wenn Stan zuschaut. Okay, dann muss ich mir da was anderes überlegen. Dann gehe ich mal hier lang und guck, was da so ist. Oh, das ist Smirks Hütte. Das ist Guybrush. Wie er das Schwertfechten erlernt von Kapitän Smirk. Arsenal öffnen, okay. Ist Smirk da? General Smirk, Entschuldigung. Mich um diese Zeit zu stören. Man sollte ein wenig Respekt zeigen. Wo habe ich das hinge... Ach, okay, da ist es. What do you want? Well, you got my attention. What do you want? Ich habe gehört, dass du Schwerttraining anbietest. Yeah, well, you heard wrong. Maybe that was true a long time ago, but not anymore. Who do you think cut down the trees, planed the wood, hauled it to the river, and rebuilt the bridge with their own two hands? Me, that's who. Und warum hast du dir so viel Mühe gemacht? Because I thought maybe I could keep away all the pirate wannabes who come to my door and bother me. So much for that idea. Now let me guess. You want me to train you to be better than the sword master? Nein, nein. Ich will besser als die Legende von Monkey Island sein. Oh, that's priceless. Listen, there isn't a pirate alive better than the legend of Monkey Island. To even come close would take years of practice and the quickest wits in the Caribbean. But business has been slow since Guybrush became governor. I guess I am getting a little low on funds. Ich bin auch ein bisschen knapp bei Kasse. Tut mir leid. Stop wasting my time.
Verschwende nicht meine Zeit. Okay. Gut, das hat uns jetzt nicht weitergeholfen. Was ist hier noch? Nur das Meer. Okay. Wie komme ich dann da an das Idol von Stan ran? Irgendwas muss es doch geben, was ich hier machen kann. Was ist das für eine Hütte? Kann ich da rein? Nee. There you are. I was starting to worry about you. Das haben wir schon gelesen, das Tagebuch von Elaine. Ich brauche einen spanischen Dollar für die Grogmaschine. Okay, dann gehe ich nochmal hier lang. Vielleicht mache ich auch gerade einfach nur alles in der in der falschen Reihenfolge. Vielleicht muss ich erst woanders hin. Was haben wir da? Hinterhalt von Elaine lesen. I suppose I should have known the bridge to Smirk's place would be impassable and that LeChuck's crew would be waiting for me. Fortunately, I was already in a really foul mood, so had a few choice insults in mind to throw them off balance before they could surround me. It didn't take long before my trusty tree branch was reduced to matchwood, but I had one more ace up my sleeve. Good to know the root beer approach still works. This fog, though, it's more than a spot of sea mist, and it's closing in around me. It won't be long before the whole island's swallowed up. And if that happens, I'm sorry, Guybrush. I have to save myself before I can save you. At least you'll be safe here in Dreamland. Was ist das für eine Fackel da? Okay, das ist einfach nur irgendeine kleine Anlegestelle. Okay. Was ist das für ein Zaun? Okay, der Zaun schirmt den Zirkus ab. Oh, diese Zirkusprüfung muss ich auch noch hinter mich bringen. Da habe ich ja schon das letzte Mal richtig lange dran gesessen und die nicht hinbekommen. Aber ich laufe hier noch mal ein bisschen durch das wunderschöne Mealy Island. Ach, ich liebe Mealy Island. Da würde ich sofort wohnen wollen. Das ist der verworrene Wald. Da muss ich gleich noch hin und mal gucken, dass ich den Schatz finde. Geht's da runter lang? Ist das die Gouverneursvilla? Okay, man kommt von der Gouverneursvilla hier hoch? Das wusste ich gar nicht. Okay. Liegt da ein Kürbis mit vielen Dolchen. Hier lang müssten wir jetzt eigentlich zu Mito kommen. Oh, wo geht's da hin? Da runter? Okay. Hier ist ein Zelt aufgebaut mit einer Angel.
Was ist das da unten? Irgendein altes Schiffswrack. Okay. Okay. Das scheint es aber nichts Besonderes zu geben. Dann gehen wir doch mal weiter nach oben und weiter zu Mituk. Da hinten sehe ich, glaube ich, schon Hook Island. Oh, da ist das Schild. Guckt mal, Leute. Ah, und da haben wir die Kameraperspektive wie im ersten Teil. Es sei denn, kann ich mich hier irgendwo hinsetzen? Ja, da auf den Stein kann ich mich setzen. Hook Island, home to my old shipmate Meat Hook. That's a very flashy sign for someone who says they hate visitors. Ach ja. Das ist schon echt cool, dass das so gemacht ist, dass man die alten Kameraperspektiven und so die alten Szenen aus dem Original 1:1 nachmachen kann. Beziehungsweise, dass die nachgemacht wurden, so rum. Ach ja. Hübsch, hübsch, hübsch. Hübsch, hübsch, hübschi, hübsch. Dann rutschen wir mal rüber. Nach Hook Island und zu Mituk. Okay, was gibt's hier so? Was steht da? Rare Mob Tree Sampling. Ah, der Mobbaum. Den kennen wir schon aus, also den kenne ich schon aus Return to Monkey Island. Da kommt der vor. Hier schnarcht doch jemand, oder? Oh, da drin ist schon Mituk. Da sehe ich ihn. If you're here to be amazed by the natural wonders of Meat Hook's astonishing animal attractions, you're too late. We're out of business, and soon I'll be out of here for good. I already told you we're closed. If you're here to quake in the terror of the murderous winged devil known as the Beast, you're out of luck. It's gone. Was genau ist das hier denn für ein Ort? Not so long ago, it was Meat Hook's House of Astonishing Animal Attractions. That's me. I'm Meat Hook. But then LeChuck's crew turned up looking for trouble. They broke in here, spilled my breakfast, and started ransacking the place. I got so mad, I had no choice but to unleash the raw power and merciless fury of our star attraction, the Beast. Und das hat geklappt? Sure it worked. Nobody except the legend of Monkey Island is brave enough to look the Beast in the eye and live to tell the tale. They ran like crazy. The trouble is, once freed from its vault, the Beast is unstoppable. It escaped into the wild to seek new prey, and now I'm ruined. Also müssen wir den Papagei wieder einfangen. Are you kidding me? The Beast is unfathomably savage. It almost put me out of business years ago by mauling a tourist. Genau, der Papagei hat einen Touristen zerfleischt. The only one around here who is fearless enough to tame the beast is the legend of Monkey Island.
Obviously, he was the first person I asked for help, but he never replied. Er ist im Moment sehr in etwas vertieft. Oh yeah? Well, you'd think he'd be a little more friendly to his old crewmates. He and I traveled all the way to Monkey Island together. Of course, he did do most of the actual work. Warum kannst du nicht nach der Bestie suchen? Das haben wir gerade gefragt. Dann sagen wir mal, dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. You don't need to tell me. LeChuck's crew really tore up my home. Without my star attraction, I don't know how I'm gonna rebuild. Du hast keine anderen Ausstellungsstücke? It's too dangerous to keep them anywhere near the beast. All I have left is my token tattoo, Roger. And he doesn't feel like saying much. It's only going to get worse when the townsfolk realize I've unleashed an unstoppable killing machine to roam freely across Melee Island. Yeah, ein Papagei. It breaks my heart to say it, but that's why I've decided to leave. My new ship is already bought and paid for. Soon I'll be setting sail for a new life. Und warum bist du noch hier? Go outside alone at night with a ferocious beast on the loose? Ha! Are you kidding me? You must be even crazier than you look. Oh, okay, danke, Meathook. Was gibt's hier zu sehen sonst so? Hm. Das ist der Käfig der Bestie. Ist hier oben irgendwas? Ups, da bin ich runtergefallen. Dann gehe ich nochmal hoch. Suche ohne Erlaubnis nicht möglich, stand da. Platz nehmen. After LeChuck kidnapped Elaine, I came here and asked Meathook to join my crew. Convincing him I should be the captain was weirder than I expected. Okay. Ich bräuchte echt einen spanischen Dollar. Meathook, hast du einen für mich? Was ist denn da drin? Na, da kann ich nicht rein. Okay, dann gehe ich mal wieder raus und schaue mich hier noch ein bisschen weiter um auf der Insel. Hm, hier ist nichts. Aber dann haben wir jetzt zumindest schon mal alles gesehen, was es so zu sehen gibt, glaube ich. Da ist der Mobsetzling. Oh, da geht's hoch. Was ist da oben? Oh. Irgendwas Gruseliges muss da oben sein. Wie komme ich da hoch? Ist bestimmt nur der Papagei. Aber wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Was habe ich im Inventar? Habe ich irgendwas, das mir hilft? Hier liegen überall Knochen. Ich wette, das ist die Bestie. Aber wie komme ich da hoch in diese Höhle? Irgendwie von der anderen Seite? Hm. Es muss ja einen anderen Eingang geben in die Höhle. Theoretisch. Also müsste ich wohl oder übel hier hinten durch. Aber da lässt mich niemand durch. Hm.
told you where? Are you kidding me? The only one around. Obviously, he was a. Oh yeah. Okay, das haben wir schon alles gehabt. Was gibt's hier so? Wie komme ich da hoch? Den Schatten sieht man ja schon. Stelle ich mich gerade einfach nur dumm an? Ich schwimme mal um die Insel rum. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch einen anderen Eingang in die Höhle. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, aber vielleicht ja doch. Ich glaube es zwar nicht mehr. Ich glaube, das war gerade eine dumme Idee, hier reinzuspringen. Wir werden sehen. Okay, da ist eine Leiter nach oben. Ich will doch nur einen Eingang in die Höhle finden. Das Wasser ist schon echt schön animiert in dem Spiel, muss man sagen. Sehr, sehr hübsch. Okay, wir sind langsam erschöpft vom Schwimmen gegen die starke Strömung. Kann ich auch irgendwo verstehen? Okay, da ist aber eine Leiter. Wenn wir die nehmen könnten, wäre cool. Können wir aber nicht nehmen. Kann ich den Berg irgendwie anders besteigen? Nee. Kann ich irgendwie Mithuks Haus hochklettern? Nee. Was gibt's hier? Holzbrett aufnehmen. Und was kann ich mit dem Holzbrett machen? Hilft mir das bei irgendwas? Ich habe jetzt ein Holzbrett. Und weiter? Was kann ich damit machen? Nichts. Ja, Leute, ich bin gerade ein bisschen überfragt, muss ich gestehen. Was gibt's da hinten noch hinter Mithuks Haus? Nur die Bretter oder ist da sonst noch was gewesen? Holzbrett aufnehmen. Ja, ne? Ich glaube, ich mache jetzt mal einen Schnitt.
und überleg mir was für die nächste Folge. Bis dann!